Monarchie wird zerstört. Franz Josef hört nicht mehr auf mich. Elisabeth wird stärker als ich. Die Frage heißt wir oder sie. Die Lage ist ernst, wie noch nie. Es muss was geschehen, und zwar gleich. Sonst wird die Kaiserin zu einflussreich. Es ist unerträglich, wie sie die Ungarn protegiert. Ein Aufrührer ist zum Staatsminister avanciert. Nein. Sie kennt Liberale und liest verbotene Literatur. Wo soll das noch hinführen? Sie herrscht wie eine Pompadour. Ihr Einfluss hier gefährdet die Geschäfte an der Börse. Statt Goethe und die Schiller rezitiert sie Heine Verse. Und zwar gleich. Ich kann ja den Kaiser verstehen. So. Nun ja, als Mann. Oh. Sie ist eben wirklich schön. Schön. Sind auch andere. Oh. Ich versteh. Ist das ein Plan? Eine Idee. Feuer muss man mit Feuer bekämpfen. Und eine Frau mit einer Frau. Man muss den Kaiser von der Hörigkeit befreien. Er müsste erfahren, dass es nicht nur die eine gibt. Es ist an der Zeit, dass er mal eine andere liebt. Man müsste für ihn was ganz Intimes arrangieren. Ich selbst übernehm es, ihm eine Zerze zuzuführen. Vom moralischen Standpunkt muss ich heftig gegen diesen Vorschlag protestieren. Aber vom Politischen halte ich ihn für ausgezeichnet. Ja. Die Frage heißt... Wir oder Sie? Es geht um die Monarchie. Es muss was geschehen, und zwar gleich. Sonst wird die Kaiserin zu einflussreich. Diskret, Grüne, diskret. Keine Sorge, Majestät. Ich werde die Dame höchstpersönlich auswählen. Im Salon der Madame Wolf. Wir oder Sie. Es geht um die Monarchie. Es muss was geschehen.